Herzlich willkommen zu dieser Meditation, die dich zu deinen Visionen führt. Nimm ganz gut Platz. Fühle die Füße auf dem Boden, wie sie dastehen. Versuche so einen angenehmen, geraden Rücken wie möglich zu haben. Und nimm 5 tiefe Atemzüge, um ganz bei dir innen anzukommen. Beobachte einfach deine Atmung, wie du einatmest und wie du beim Ausatmen die Anspannung loslässt. Wie du wieder einatmest, tiefer diesmal und die Anspannungen auch ausatmest. Einmal noch ein bisschen tiefer in dich hinein einatmen und den ganzen Alltag alles ausatmen. Es ist jetzt deine Zeit, die du dir gibst, um zu erfahren, welche Visionen dein Herz für dich bereithält. Welche Visionen, Träume da in dir verborgen sind, die sich dir heute zeigen möchten. Wie kommst du zu diesen Visionen? Nimm noch einmal ganz tiefen Atemzug und lass auch diese Frage los. Und lass dich hinführen an den Ort, wo deine Visionen sind. Du steigst den steilen Weg empor. Dort oben siehst du eine Plattform, wo du gerne hin möchtest, weil von da aus hast du einen weiten Blick überall hin. Weil das mal dein erstes Ziel ist, geht es für dich auch leicht. Auch wenn du ein bisschen außer Atem kommst. Aber du fühlst die Sonne, du fühlst den Wind etwas stärker, den Weg unter deinen Füßen. Du kommst oben auf der Plattform an. Als du dort ankommst, sitzt ein riesengroßer Adler dort. Ersten Moment weißt du zurück. Dann erkennst du, oh, der hat auf mich gewartet. Der Adler lädt dich ein, dass du dich auf deinen Rücken setzt. Du überlegst es dir und dann vertraust du dir und sitzt dich auf seinen Rücken. Und hältst dich einfach am Adler fest. Er bewegt seine riesengroßen Schwingen, hebt ab und du fühlst diese Leichtigkeit des Gleitens, dieses Dahinschweben, dieses Emporsteigen. Und als du nach unten schaust, siehst du weit unten Häuser, Wälder, Felder. Und du bittest den Adler, dich an den Ort zu führen, wo deine Visionen sind, wo deine Träume sind, wo deine Wünsche sind. An den Ort, wo du einfach selbst nicht hinkommst. Schau mal, wo dich der Adler hinfliegt. Über den Berg. Und vielleicht fliegt er dich an einen See.
Vielleicht fliegt er dich ans Meer. Vielleicht fliegt er dich an einen Ort, du schon immer hin wolltest. Lass es ganz dem Adler, das Ziel auszusuchen. Der Adler weiß, was du dir wünschst. Du genießt für den Moment einfach dieses unbeschwerte, leichte Sein da in der Luft. Dieses Sein ohne Grenzen. Nichts hält dich auf. Kein Stein, kein Widerstand, gar nichts. Nimm dieses tiefe Gefühl in dir auf. Es hält mich nichts auf, um an mein Ziel zu kommen. Und jetzt beobachte, wo dich der Adler hinführt. An den Ort, wo du gerne schon lange deinen Traum umsetzen möchtest, deine Vision haben möchtest. Es kann eine Vision aus deinem Berufsleben sein. Es kann eine Vision aus deinen Beziehungen sein. Es kann deine Vision aus einer spirituellen Ebene her sein. Es gibt so vieles, was möglich ist. Vielleicht landest du auch bei einem Magier in einem Zauberschloss. Vielleicht landest du bei deinem Wunschpartner. Oder vielleicht kommst du dort an, wo dir gezeigt wird, wie du dein Business umsetzen kannst, so dass es für dich hundertprozentig aus dem Herzen stimmt. Du hast jetzt alle Zeit der Welt, 2 Minuten Weltenzeit, um da hineinzutauchen, in deine Vision, an deinem Ort, jetzt. Und du spürst ganz tief, wie diese Vision für dich sehr wichtig ist. Und du lässt dir jetzt auch zeigen, was ist der erste Schritt zur Umsetzung deiner Vision.
Was ist das Erste, was du tun sollst? Was ist das Erste, was du fühlen sollst bei deiner Vision? Visionen wollen manifestiert werden. Visionen wollen gelebt werden. Fühle da hinein. Ja, das will ich. Das will ich erreichen. Das will ich leben. Das will ich mir zuliebe tun. Und ich mache jetzt den ersten Schritt. Und du machst den ersten Schritt. Stell dir da vor, wie du da auf dem Boden stehst und einen Schritt vorwärts machst. Wie fühlt es sich an, dieser erste Schritt hin zu deinem Ziel, zu deiner Vision, die Umsetzung davon? Wie sicher ist der Boden? Wie vertraut ist dir der Boden? Und mache jetzt einen zweiten Schritt hin zu dem, wo du hin möchtest. Und nimm auch jetzt wahr, wie ist der Boden? Wie fühlt es sich an? Fühle ich mich geborgen an? Fühle ich mich sicher? Ist da Vertrauen? Oder brauche ich etwas? Erlaube dir noch den nächsten Schritt zu tun. Noch einen Schritt. Und du merkst, ja, es geht. Aber ich hätte gerne ein bisschen Unterstützung auf diesem Weg. Und es geht ganz einfach. Du fühlst, wie es ist, in dieser Vision zu sein. Diese Vision zu leben, diese Vision in deinem Alltag zu haben. Du hast es erreicht. Du bist dort, wo du es dir gewünscht hast. Jetzt drehe dich um und schaue deinen Weg zurück. Welche Schritte hast du denn getan, um hier anzukommen? Und jeder Schritt kann dir ein kleines Symbol geben, was du benötigst, um deinen nächsten Schritt zu tun. Es kann sein, dass ein wichtiger Anteil von dir dazu benutzt werden möchte, zum Beispiel deine Kreativität. Oder deine Neugier, dein Wunderwitz. Lass dir jetzt wirklich zeigen, was dich auf deinem Weg unterstützt, um deine Vision leben zu können. Und nimm auch dieses Symbol ganz tief zu dir. Und fühle, da ist etwas, was mich leitet. Da ist etwas, was mich schützt. Und da ist etwas, was es mir erleichtert. Und dieses Etwas ist in deinem Herzen. Dieses Etwas ist Selbstvertrauen in dich. Jetzt lass dir dein Selbstvertrauen dir zeigen, deinen Herzmut, dein Herzdenken. Lass dir zeigen, wie du das alles anwenden kannst für deine nächsten Schritte. Nimm dir einen Moment Zeit, ganz hineinzubegeben,
dein Selbstvertrauen ganz groß werden zu lassen, dass es dich total umhüllt. Und nimm auch die Energie wahr, die dich da begleiten will. Es ist eine Energie, die dir hilft, fremde Welten zu erforschen. Es ist eine Energie, die dich trägt und die immer für dich da ist. Es ist die Energie der Weite, der Freiheit und des Friedens, das tun zu dürfen, was du gerne möchtest, das zu erreichen, was aus deinem Herzen leben will im Außen. Bleibe noch einen Moment an deinem Ort, bevor du dich wieder zurückfliegen lässt. Du kannst jederzeit an diesen Ort zurück, dich damit verbinden, dich da stärken, um damit im Alltag deine Vision umsetzen zu können.